Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Es ist mal wieder Zeit für ein Infovideo. Toll, oder? Nee, gut. Wie man sieht, es sind keine erfreulichen Nachrichten. Was mein Projekt Thief angeht, wird es pausiert oder vielleicht auch abgebrochen, weil mich plagt ein übler Bug. Und zwar ist das so ein Bug bei dem Spiel, der sich nur beheben lässt, indem man das Spiel deinstalliert und wieder installiert. Und das ist einfach ultra nervig, weil ich das schon fünfmal gemacht habe. Es ist einfach so mega nervig. Ich will das nicht mehr machen. Schon seit ich das LP angefangen habe, habe ich dieses Problem. Und zwar ist es so, ich spiele das Spiel, es stürzt ab. Ja, erstmal der erste Ärgernis, aber das wäre ja gar nicht so schlimm, weil Dark ist auch abgestürzt öfters und da konnte ich das trotzdem weiterspielen. Nur dann, sobald es abgestürzt ist, kommt dieser Bug zum Vorschein. Und zwar ist es so, ich kann keine Türen mehr öffnen. Wenn ich eine Tür öffnen will, dann läuft er so die ganze Zeit gegen die Tür und öffnet sie halt absolut nicht mehr. Oder ich kann keine Kisten mehr öffnen. Der hockt sich nicht mehr hin, um mit seinem Dietrich die Kisten zu öffnen. Der steht halt da und macht nichts. Und ich drücke und drücke und drücke und es tut sich halt absolut nichts. Und es ist ultra nervig, jedes Mal das Spiel zu deinstallieren, wieder installieren, dieser Texturenpack drauf, Patch drauf, dies drauf. Ihr habt schon alles probiert. Es funktioniert nur die Neuinstallation. Und darauf habe ich absolut keinen Bock mehr. Es ist jetzt das sechste Mal passiert und ich habe jetzt keine Lust mehr. Und das Problem ist, ich kann das Spiel nicht weiterspielen ohne das. Und wenn dieser Bug ist, ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Ich bin nämlich gerade jetzt an einer Stelle. Ich bin bei den Hamariten. Das seht ihr auch noch im LP. So weit wird es noch gehen. Und ich öffne eine Kiste. Dann lese ich ein Pergament. Und in der Kiste liegt ein neunschwänziges Ding. So eine Peitsche. Ja, und ich lese das Ding und Computer abgestürzt, als ich dieses Pergament auf Back gehe, um wieder zurück ins Spiel, zack, abgestürzt und nun ist wieder dieser verdammte Bug, der Kackbug. Ich könnte so kotzen. Er kotzt mich so an. Dann habe ich das Spiel wieder neu gestartet und wollte diese Kiste öffnen und es ging nicht. Und was ist dann? Ich komme nicht weiter, ohne diese Kiste zu öffnen. Ich komme da einfach nicht weiter. Ich brauche nämlich das, was in der Kiste ist. Und das geht nicht. Jetzt muss ich schon wieder das Spiel neu installieren. Und ich habe keinen Bock mehr. Das Spiel macht absoluten Spaß. Es stört mich auch nicht, dass so wenige gucken. Es macht mir mega Spaß und das merkt man auch. Aber das macht mir halt keinen Spaß. Steam kriegt es halt nicht gebacken, das Spiel wirklich gut zum Laufen zu bringen. Bringt es mit irgendwelchen Bugs und ich könnte einfach nur kotzen. Ich habe auch schon Millionen Mal geguckt im Internet, ob es irgendwelche Patches gibt. Ich habe die draufgeknallt und trotzdem, scheiß drauf, geht nicht. Das Spiel ist einfach zu alt. Ich hatte noch nie ein altes Spiel, wo solche Probleme gemacht hat. Ich weiß nur noch, dass ich mit dem Splinter Cell Double Agent so extreme Probleme hatte. Ich bin durch den Boden gefallen und was weiß ich, da war es auch so schlimm, aber irgendwie habe ich es doch noch hingekriegt, das Spiel durchzuspielen. Es gab sogar einen Bug mit dieser Tür, die sah aus wie so eine Rolltür. Es war echt schlimm. Aber ich habe es trotzdem hingekriegt. Aber bei dem gehen mir jetzt einfach die Nerven durch. Ich habe keine Lust mehr. So, das war das Erste. Das Zweite ist, es ist Urlaubszeit. Das kriege ich wieder sehr zu spüren. Ist klar, die View-Zahlen sind nicht gerade besonders groß. Ist klar, alle gehen in Urlaub. Gönne ich jedem. Mir auch. Ich gehe nämlich auch eine Woche im Urlaub. Ab Freitag. Wir haben jetzt den 29. und am Freitag bin ich im Urlaub. Ob ich vorproduziere für euch, das weiß ich nicht. Wenn es sein sollte, dass nichts mehr kommt, dann braucht euch nicht wundern, weil jetzt habe ich es euch gesagt. Ich bin dann nämlich im Urlaub und dann kann ich auch nichts mehr hochladen. Kann sein, dass ich ein bisschen vorproduziere und dann natürlich dann so nach und nach die Parts freigebe. Kann sein, muss aber nicht sein. Jetzt kommen wir dazu, dass, naja, jetzt ist es entweder so, dass ich Thief pausiere und oder es nicht regelmäßig hochlade und es auf den Platz um 18 Uhr wandert. Ist noch nicht gesagt, kann sein, dass ich Thief trotzdem weitermache und trotzdem wieder
neu installiere, installiere dies, das, das mache, aber es nicht so geregelt hochlade, wie ich es jetzt bis jetzt hatte, weil es ist halt absolut nervig. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder Bock habe, ah, jetzt mache ich das Projekt weiter, dann kann es sein. Aber somit habe ich kein Hauptprojekt mehr und jetzt ist mir halt ein bisschen so das Problem, was nehme ich denn jetzt als Hauptprojekt? Da kommt ihr wieder ins Spiel. Ich will euch jetzt diesmal nicht irgendwelche Spiele vorknallen und sagen, hey, wisst ihr was, ich will das spielen und ich will das spielen. Nein, ich überlasse jetzt euch die Wahl, was ich spielen soll. Jetzt nicht die Wahl, sondern ihr könnt es schreiben und ich habe die Wahl, ob ich es mache oder nicht. Wenn es mir gefällt, sage ich, oh ja, keine schlechte Idee, mache ich. Und zwar ist es so, schreibt ihr einfach mal so als Beispiel, hey, yo, Zocki, mach doch GTA. Nur als Beispiel. Und der Nächste, wo auch der Meinung ist, dass ich GTA machen soll, der gibt einen Daumen drauf. Genau. Und schreibt nicht, ja genau, mach GTA, weil das ist einfach Kacke. Einmal ein Spiel und wer der gleichen Meinung ist, Daumen drauf. Wer mit dem Tablet oder mit dem iPhone wieder online ist, der soll halt nichts schreiben oder nicht, also nicht tausendmal das gleiche Spiel drunter schreiben, so, ja, mach doch das, mach doch das, mach doch das, und es ist immer das gleiche Spiel, dann, das ist doof. Macht's einfach so, schaut, ob das Spiel in der Liste ist, und wenn, also in der Kommentarliste, wenn es in der Kommentarliste drin ist, Daumen drauf, wenn nicht, schreiben. So überlasse ich euch mal ein bisschen die Wahl, was ich vielleicht zocken soll. Aber ich entscheide trotzdem noch immer selber, wenn ich einen Vorschlag gut finde, dann denke ich, ja, okay, ist gar nicht mal so schlecht, guck, ah, da sind auch einige Daumen drauf, dann könnte es ja gar nicht mal so schlecht laufen, okay, dann mache ich das. Jetzt sagen einige, hey, du hast noch was offen bei uns, nämlich Skyrim. Ja, wer will jetzt bitte ein Mammutprojekt sehen? Mal bitte ganz schnell Daumen hoch. Ich meine, ja, nee, nicht Daumen, Finger hoch, aber ich ganz sicher nicht. Also ein Mammutprojekt jetzt kurz bevor Blacklist kommt. Da kommen wir schon zu Thema 3. Wow, was für eine Überleitung. Bombe. Yes, ich krieg's tausendmal geschrieben. Tausendmal wird's unter meine Videos geschrieben. Für alle, die dieses Video jetzt sehen, Blacklist wird auf meinem Kanal kommen, weil ich alle Splinter Cell spiele. Alle habe ich bis jetzt gespielt, warum soll ich Blacklist nicht LP'en? Ob es gut läuft, sei mal dahingestellt. Aber ich werde es auf jeden Fall LP'en. Und ich bin heiß drauf. Und ihr werdet den Multiplayer sehen. Wahrscheinlich hunderte Videos von Multiplayer. Weil den werde ich auch tot zocken. Mega tot zocken. Und wer Bock hat, der kann dann auch mit mir den Multiplayer zocken. Aber ich will erstmal wissen, wie das Hauptspiel ist. Bevor ich den Multiplayer tot daddel, werde ich das Hauptspiel spielen. Und ja, den Koop werde ich auch spielen. Ich werde das ganze Spiel so extrem durchzocken, dass es niemand mehr sehen möchte auf meinem Kanal. Also ich werde das Hauptspiel durchspielen und ich werde viele Multiplayer-Parts wahrscheinlich hochladen, weil, ja, keine Ahnung, weil ich halt absoluter Fan bin und ich bin voll glücklich, dass dieser Spielmodus Spice und Hunter wieder zurück ist. Also hier die Agenten und die Wächter, richtig geil. Ich bin echt gespannt, wie sie es gemacht haben und ob man da Clans machen kann und da wird es natürlich einen Zocki-Clan geben und. Und ich hoffe, es meldet sich niemand mit meinem Namen an. Verdammt nochmal. Jedes Mal, wenn ich in ein Spiel komme und will mich anmelden, dann kommt jedes Mal, ja, dieser Name ist schon vergeben und ich muss Zockstation 25300 nehmen. Das kotzt mich jedes Mal auch an. Zu demjenigen, der meinen Namen klaut, der kriegt mit mir Ärger. Nein, ist Spaß, aber trotzdem. Hey, bitte, überlasst mir in Splinter Cell bitte meinen Namen. Bitte in Blacklist. Ich möchte meinen Namen haben. Meinen. Okay, das war jetzt alles. Urlaub, abgearbeitet. Thief, pausiert, abgearbeitet. Ich überlasse euch ein bisschen mal die Wahl, was ich zocken soll. Abgearbeitet und ich werde Blacklist LP'en. Abgearbeitet. Was heißt es im Großen und Ganzen? Im Großen und Ganzen heißt es Peace out.